Auch von meiner Seite kann ich sagen, dass sich die Sondierung bisher schon gelohnt hat. Auch ich kann die Atmosphäre loben. Es war gut, dass wir hier mal in aller Ruhe auch unsere Positionen austauschen konnten. Zum Teil auch überraschende Bewertungen voneinander erfahren konnten. Das war hilfreich, auch über den Tag hinaus. Das ist mir auch sehr wichtig. Es gab Positionen, wo Bewegung erkennbar ist. Es gibt Positionen, die immer noch beschwerlich sind, ich will es mal so bezeichnen. Ob das am Ende zu einem guten Ergebnis geführt werden kann, werden wir heute noch nicht bewerten können. Aber wir haben uns gemeinsam dazu entschlossen, diese Gespräche am Donnerstag fortzusetzen. Wir werden um 14 Uhr dann nochmal zusammenkommen. Ich gehe davon aus, dass das wieder in diesen netten Räumlichkeiten der Fall sein wird. Gibt es schon eine Jammerei, also vielleicht müssen wir doch nochmal woanders gucken. Auch mal sehen. Es gab für uns ganz wichtig einen Austausch, der jenseits der parlamentarischen Debatten, die ja manchmal sehr harsch und sehr hart sind, der jenseits dessen, was man in Wahlkämpfen sich auch gegenseitig an den Kopf wirft, auch mal dazu geführt hat, dass man die Positionen der anderen jeweils noch mal sehr viel dezidierter hat diskutieren können. Und das fand ich sehr erhellend. An manchen Stellen auch sicherlich, was die Zukunft angeht, noch mal unter einem anderen Blickwinkel Dinge auch zu betrachten, auch für uns positiv. Die erste Wirkung tritt schon vor Sondierungsgesprächen ein, nämlich dass man die Wahlprogramme der jeweils anderen liest. Und zwar sehr detailliert. Auch das ist ein interessantes Erlebnis, nachdem wir jetzt hier in der Wahlsondierung sind. Ich weiß es nicht, ich kenne jetzt alle Wahlprogramme. Und das hat sehr positive Nebeneffekte. Ich bin jeweils sehr gespannt darauf, wie das Gespräch am Donnerstag weitergeführt wird. Wir haben nur 3 Themenfelder geschafft, aber immerhin das wichtigste landespolitische Thema im Eingang abgearbeitet in einer sehr langen, sehr guten Diskussion, das Thema Bildung. Und ich hoffe, dass wir auch in den weiteren Themenfeldern den Austausch in dieser Intensität und in dieser Offenheit auch miteinander führen können.